So, in diesem Video die nächste Funktion. Und zwar, wenn ich auf den Ansichtsrahmen gehe, rechte Maustaste, will ich in diesem Fall die vier Standardansichten erzeugen. Im Modellbereich kommt zusätzlich noch diese Funktion. Dies werde ich dann in einem weiteren Video erklären und zeigen, was es damit auf sich hat. Es ist nur eine kleine Option, die hier wegfällt. Das heißt, ich kann dies auch getrost im Modellbereich ausführen. Mit OK habe ich hier einfach mal vier Standardansichten, die ich dann ganz normal auch verziehen kann. Im Normalfall wird diese Funktion natürlich auch hier im Blattbereich ausgeführt, das heißt mit den vier Standardansichten kann ich hier arbeiten, kann die dann etwas auseinanderziehen und kann in diesem Fall dann sagen, zum Beispiel ich möchte einen Zeichnungsrahmen einpassen und der Maßstab soll angepasst werden. Zum Beispiel.